Hallo, meine lieben Ninjas, und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Und ohne großes Reden geht's heute direkt los. Wir gehen auf die Tempest zurück, haben Haval abgeschlossen beim letzten Mal. Das Gewölbe läuft wieder. Die Umwelt kann sich erholen. Und wir schauen mal, was es heute zu quatschen gibt. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. So, hier muss einiges John sagt, beredet werden. Ephra wartet auf Ihren Anruf, Pathfinder. Das heißt, Sie wir haben müssen. neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Okay, haben wir's? Also E-Mails lesen, Gespräche führen und über Comlink schauen, was hier los ist. Sam hat unsere Sternenkarten zusammengestellt. Die anderen Piloten auf der Nexus haben viele neue Spuren, denen sie folgen können. Sie können die Karten abgeben, wenn wir das nächste Mal dort sind. Schon seltsam, vor ein paar Monaten war die Station Kriegsgebiet. Fliegen war der einzige Weg, aus dem Chaos zu entkommen. Und jetzt wird sie langsam eine Zuflucht, so wie es auch gedacht war. Alle arbeiten hart dafür, dass die Nexus auf die Beine kommt. Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität. Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie die Nexus außer Betrieb gesetzt hat. Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser. Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst. Und gute Crews. Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht. Also, ich gehe auch davon aus, dass das keine gute Heimat wird, solange da diese Geißel existiert. Die Antworten sind ein bisschen putzig. Na gut. Sie ist eine gewaltige Weltraumanomalie. Sowas verschwindet nicht plötzlich. Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten. Aber so lösen wir unsere Probleme. Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür. Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge. Gut, gut. Na, Suvi, ich habe gehört, deine Augen wurden überarbeitet. Die Entdeckung Ayas war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Das Wissen der Angara wird der Initiative eine enorme Hilfe sein. Ja, und wir benötigen sie wirklich dringend. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen, bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ach, du grüne Neune. Also, Asari-Flüchtlinge an Ryder von Korra. Ryder, es gibt Berichte über Asari-Flüchtlinge auf Eos. Sie haben es geschafft. Vielleicht wissen Sie auch etwas über Ihre Arche. Unterhalten wir uns, wenn Sie Zeit haben? Korra. Und Einsatz des Wissenschaftsteams von Benedict Geffen, Pathfinder-Team. Die Nexus hat die Genehmigung erteilt, ein multidisziplinäres Team auf Haval, auch bekannt als Habitat 3, zu stationieren, um die angarischen Bemühungen dort zu unterstützen. Primäre Teammitglieder Dr. Hawks, McIntyre, Sarah Cassian, Farley Barra und Cody Holtran. Sowohl das angarische Team als auch das Nexus-Team haben Interesse daran geäußert, dass der Pathfinder Haval erneut besucht, um die kulturübergreifenden Bemühungen zu beobachten. Benedict Geffen, im Auftrag von Direktor Edison. Direkt wieder zurück? Nö. Von Liam, Info. Nach Aya habe ich als erstes versucht herauszufinden, mit wem man sich wirklich unterhalten kann. Denn wie wir alle wissen, sind die, die das Sagen haben, oft nicht sehr bodenständig. Jarl hat mir ein paar Tipps gegeben und ich habe einige Namen von kleineren angarischen Kolonien.
Es wird eine Weile dauern, bis sie uns vertrauen, aber das Wichtigste ist der direkte Kontakt. Das habe ich bei der Krisenbewältigung oft beobachtet, vor allem nach einem Krieg. Falls die Nachrichten von Konsulin Verant sehen, das sind nur Kontaktversuche von mir. Costa. Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Erstkontakt beschäftigen. Dabei sind seriöse Science Fiction und ein Asari-Video über den Erstkontakt mit der Menschheit. Das, wie sie uns wahrnehmen, heißt. Wie sie uns wahrnehmen, ah ja. Danke, Pathfinder. Ich bin es, Amurd. Ich schreibe Ihnen das hier aus Amaras Zuhause auf der anderen Seite von Haval. Ich bin von Ihren Kindern und Enkelkindern umgeben, die ich nie zuvor gesehen hatte. Dennoch haben Sie mich willkommen geheißen, als würden Sie mich schon Ihr ganzes Leben lang kennen. Ich habe mein altes Zuhause verlassen und ein neues gefunden. Obwohl ich mir wünschte, ich hätte es schon vor Jahren getan, bin ich dankbar für die Zeit, die mir noch bleibt. Ohne Ihre Hilfe wäre es niemals dazu gekommen. Hier ist es wunderschön. Amurd. Von Lexi. Hallo Ryder, im Rahmen meiner Aufgabe für das körperliche und geistige Wohl der Crew zu sorgen, sende ich hiermit einige Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Da Sie sich jeden Tag ausgiebig körperlich betätigen, ist es wichtig, dass Ihr Körper alle Nährstoffe erhält, die er braucht. Kohlenhydrate 5 bis 11 Portionen täglich, Obst und Gemüse 4 bis 5 Portionen täglich. Was ist denn das bitte? Proteine 3 Portionen täglich, Fett höchstens 1 Portion täglich. Lexi. So krass auf Kohlenhydrate und so wenig Gemüse und Proteine. Na gut, wenn sie meint, sie ist die Ärztin. Dann von Jarl, Pathfinder Rider von der menschlichen Initiative Ephra, der Anführer unseres Widerstands, hat mich privat kontaktiert. Er ist extrem beeindruckt, dass wir unseren Wissenschaftlern auf Haval helfen konnten und ich habe ihnen wissen lassen, dass sie eine zentrale Rolle dabei gespielt haben. Zentrale Rolle? Ich war's. Vielleicht hat er ihnen all das schon gesagt, aber wie ich Ephra kenne, hat er wahrscheinlich nicht. Was mich angeht, habe ich viel über Vertrauen gelernt, in diesem Team anzugehören und mich dafür zu öffnen, ihnen und den anderen zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Vertrauen eher ein Gefühl ist als eine Wissenschaft und es scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Universell, verstehen Sie? Ich werde versuchen, in Zukunft noch mehr zu vertrauen. Dieser Einsatz könnte mein Leben verändern. Gute Nacht, Jaha. Von Liam. Ich bin stolz auf Haval. Sicher, es wäre cool gewesen, dort zu leben. Ein Pterodactylus-Meer und der Planet wäre ein Jurassic-Jahrmarkt. Aber was wir für die Angara getan haben, wird viel dazu beitragen, dass wir gute Nachbarn werden. Und das brauchen wir, vor allem weil die Geißel die Nachbarschaft stark einschränkt. Unsere Sicherheitsleute lernen von den Einheimischen möglichst viel über die lokale Fauna. Außenposten oder nicht, Haval ist eine Hilfe. Costa. Jemand eine Liste von Mädchen beigefügt, die sich mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen. Dabei sind 100 Jahre alte Situationskomödien und Dokus über Forschungspartnerschaften und ein Musical über eine menschenfressende Pflanze. Datenkern von Peewee. Hi Ryder. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich diesen Datenkern in meinem Zimmer behalte. Also in der Rettungskapsel. Ich denke vor dem Schlafengehen einfach gern über Dinge nach. Die besten Ideen habe ich, wenn ich schon halb eingeschlafen bin. Außerdem habe ich ihn zuerst gesehen. Jedenfalls wissen wir sicher, dass sich irgendwelche Daten darin befinden. Die Frage ist nur, wie wir an sie herankommen. Ich halte sie auf dem Laufenden. Pibi. So. Dann wollen wir doch als nächstes direkt mit Pibi reden. Hallo. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Pibi? Pibi treibt sich woanders rum. Ich glaube, ich gehe erstmal dieses Deck ab. Da haben wir sie schon. Sie hätten das sehen müssen. Ein perfekter Drift. Sie wissen schon, dass unser Reifenvorrat begrenzt ist, oder? Das gilt auch für Gliedmaßen und Leben. Okay, aber wozu haben wir sie dann? Ryder. Ach, das ist gar nicht Peewee. Das ist der Ärztin Lexi. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut, was hat denn Liam? Haval, die älteste neue Welt. Gefällt mir.
Reden wir später weiter. Alles klar. Okay. Vielleicht müsste ich erstmal mit Aphra Raiden reden. Die Vidcon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Und die sagen, sind momentan nicht besonders gesprächig. Die Crewmitglieder. Commander? Pathfinder, Jarl hat mich über ihre Abenteuer auf dem Laufenden gehalten. Über die guten Taten, die sie für uns vollbracht haben. Das habe ich gerne getan. Ich will Ihnen beweisen, dass Sie mir vertrauen können. Sie haben keine Mühen gescheut, um dieses Wissenschaftsteam zu befreien. Das war eine selbstlose Tat. Aber Ihr wahres Ziel ist klar. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Jarl sagt, Sie möchten uns helfen, die Moschei zu finden. Warum sollte ich das zulassen? Ich möchte, dass dies der Beginn einer erfolgreichen, vertrauensvollen Beziehung ist. Halten Sie Ihre Versprechen, dann könnten die Bande zwischen uns möglicherweise nach und nach stärker werden. Es ist uns gelungen, die Moschei aufzuspüren. Sie ist in einer speziellen Cat-Einrichtung auf Borut. Speziell? Inwiefern? Diese Einrichtungen werden von einer dynamischen Schildtech geschützt, die wir bislang noch nicht knacken konnten. Wir stehen kurz davor, aber unsere Prozessoren sind nicht schnell genug, um mit ihrer Fähigkeit zur Anpassung mitzuhalten. Pathfinder, wir könnten meinen Prozessor zu Ihrem Programm hinzufügen. Das würde zweifellos einen erheblichen Unterschied machen. Ich kann Ihnen helfen, Aphra. Und bei allem Respekt. Dieses Mal brauchen Sie meine Hilfe. Bei allem Respekt. Die Angara brauchen überhaupt nichts von Ihnen. Wir kommen hervorragend alleine klar. Ich kann nicht garantieren, dass Sie den Schild ohne die Rechenleistung meiner KI durchbrechen können. Ihrer KI? Natürlich. Das ergibt Sinn. Sie ist körperlich mit mir verbunden, also muss ich... Na schön. Möchte ich mitkommen. Es war ein Risiko, mir gegenüber hinsichtlich Ihrer KI aufrichtig zu sein. Und diese Aufrichtigkeit unterscheidet Sie von den Cat. Das hoffe ich doch. Sie dürfen an der Mission teilnehmen. Ich danke Ihnen. Ein Team wird sich mit Ihnen bei unserem Stützpunkt auf Hohl treffen und Sie zu der Kälteeinrichtung bringen. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Jarl hat gesagt, er würde Sie gerne sehen. Er hat das gesagt. Wo bist du? So, Jarls Tür ist zu, das heißt, da gibt's was zu bequatschen. Wie sieht's mit Cora aus? Coras Tür ist auch zu. Stimmt, wir haben ja gerade ihre E-Mail gelesen. Gehen wir doch zuerst zu Jarl. Sie haben also Aphras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Schon möglich. Ich bezweifle allerdings, dass er mich sonderlich mag. Das ist einfach seine Art. Sie sollten sich eher Gedanken um die Roker machen. Wenn ich Aphra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Aksul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein. Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Aksul wurde von den Cat gefangen genommen. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang. Ich kann mir kaum vorstellen, was er dort durchmachen musste. Er hat Narben, die Ihnen einen Eindruck davon vermitteln könnten. Als Aksul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich dann nicht dem Widerstand angeschlossen? Aksul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roker. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ich konnte Aphra davon überzeugen, dass ich keine Bedrohung bin. Vielleicht schaffe ich das ja auch bei Aksul. Ich bewundere ihren Mut, aber Aksul ist gefährlich. Und es mangelt ihm an Aphras Pragmatismus. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden sie die Sache mit den Roker auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havar lebt eine Einsiedlerin, die den Cat gemeinsam mit Aksul entkommen ist.
Ihr Name ist Tholdir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den NAV-Punkt schicken. Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie ein Gläubiger? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Haben Sie bei Moshai Sefer studiert? Ist sie eine Lehrerin oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand, ein umfassendes Wissen und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Leute sind bereit, für sie zu sterben. Sie muss etwas ganz Besonderes sein. Das ist sie. Ich hoffe, Sie werden sie kennenlernen. Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung. Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Okay, ich verstehe schon. Vielleicht finde ich einen angaranischen Arzt, den ich nach Ihren... was auch immer fragen kann. Obwohl, einiges wusste ich sogar mal. Zum Beispiel die Herkunft unserer verkümmerten Organe. Stimmt. Wir haben ein Steißbein, einen verkümmerten Schwanz und ich habe Zehen mit Schwimmhäuten. Sarah nicht. Dafür hatte sie Weisheitszähne. Jetzt sie. Keine Ahnung. Schön. Sehr gut. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Also das wurde jetzt schon mehrfach behauptet, dass die Angara sehr expressiv sind, so das Gegenteil zu den... Die Volus sind es nicht, die Hanar. Die Hanar waren das, glaube ich, die keinerlei Ausdruck in der Stimme hatten oder haben und dementsprechend immer vor ihren Sätzen voranstellen müssen, was sie dabei empfinden, also traurig oder glücklich, überrascht, weil sie eben diesen Ausdruck in der Stimme nicht haben. Und das Temperament jetzt hier bei den, also da hat man sehr gut gesehen, was damit gemeint ist. Ja, weil es eben alles sehr monoton war. Aber ich finde nicht, dass man bei den Angara bisher mitbekommen hätte, dass sie besonders temperamentvoll wären. Ich finde sie relativ normal. Auch wenn das jetzt mehrfach gesagt wurde, dass sie temperamentvoll sein sollen. Wie viele Kolonien haben sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. Okay, belassen wir es dabei. Können Sie mir mehr über die Besetzung durch die Kette erzählen? Das ist ein schwieriges Thema. Ich werde versuchen zu antworten, aber ich könnte dabei die Fassung verlieren. Wie war es für Sie persönlich, unter der Herrschaft der Kette zu leben? Wollen Sie das wirklich wissen? Diese Erinnerungen sind schmerzlich. Ich habe danach gefragt, oder nicht? Es ist, als würde man auf schwankendem Boden leben. Und jeder Tag bringt neue schreckliche Nachrichten. Bei jedem Abschied besteht die Möglichkeit, dass man diese Person nie wieder sieht. Ich war noch ein Junge, als mein Vater aus meinem Leben verschwand. Ein furchtbarer Tag.
War er im Widerstand? Nein. Er war Techniker in einer Mine. Er ging zur Arbeit und kam nicht mehr nach Hause. Das passiert irgendeinem Angara-Kind irgendwo jeden Tag. Als die Cat eintrafen, warum haben sie da nicht gekämpft? Sie haben uns keinen Grund dazu gegeben. Und als sie es taten, war es zu spät. Sie denken vielleicht, wir wären schwach gewesen. Aber die Cat sind rücksichtslos und wissen genau, wann und wie sie zuschlagen müssen. Das verstehe ich durchaus, glauben Sie mir. Waren die Cat schon immer hier? Nein. Einige, wie die Moschei, sind alt genug, um sich an die Zeit vor den Cat zu erinnern. Aber ich nicht. Und meine Mütter auch nicht. Und der Archon kam mit Ihnen? Wir denken schon. Die Informationen des Widerstandes darüber sind unklar und nur wenige haben ihn persönlich gesehen. Und überlebt, um davon zu berichten. Okay, belassen wir es dabei. Was ist Ihre Geschichte, Jarl? Erzählen Sie mir von sich selbst. Wieso? Naja, wieso nicht? Haben Sie etwas zu verbergen? Vielleicht. Das wäre doch auch einleuchtend. Sie ziehen mich auf, oder? Möglich. Was bedeutet das? Es ist eine Redensart. Sie machen Witze und wollen damit erreichen, dass ich mich unwohl fühle. Ah, nein. Ephra hat gesagt, ich soll vorsichtig sein. Und darin bin ich nicht besonders gut. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ist noch etwas? Noch ein paar Fragen. Wäre das okay? Ja. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ich weiß immer nicht, wie das getriggert wird, dass man neue Gesprächsoptionen hat. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass ich gesprochen habe mit einem Crewmitglied und dann ihn nochmal ansprechen musste, um weitere Gesprächsoptionen zu bekommen. Deswegen quatsche ich lieber zweimal. Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Tharys auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja, wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Das erinnert mich daran, dass wir ja eigentlich Trümmerteile von der Turianer-Arche gefunden haben und dort ja auch schon mit jemandem gesprochen haben. Nur ging die Quest irgendwie nicht weiter und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob die Turianer-Arche auf Haval abgestürzt ist oder nicht. Na gut, Axul. Axul ist ein ehemaliger Schüler der Moschar, der von der Enquete gefangen genommen wurde, als er auf Vault Relikt-Technologie erforschte. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor er mit einigen anderen Gefangenen fliehen konnte. Seine Gefangenschaft ließ ihn mit schweren körperlichen und seelischen Narben zurück, sodass
Axul seinen Forschungen und seinem Leben auf Aya den Rücken zukehrte und die Roka gründete, eine xenophobe Kampftruppe, die mit Guerillataktiken gegen die Kett- und gegen Milchstraße-Spezies vorgeht. Jar schreibt Axul als nervtötend charismatisch und einen geborenen Anführer. Von allen Schülern der Moscha war Axul der begabteste und er war immer von Freunden und Bewunderern umgeben. Vor seiner Gefangenschaft glaubte die Moscha, dass Axul ihr Vermächtnis fortführen könnte. Die Veränderung seiner Persönlichkeit hat sie am schwersten getroffen. Der Pathfinder, Asari Pathfinder, die Matriarchin Ishara gab öffentlich an, sie habe sich der Andromeda-Initiative aus spirituellen Gründen angeschlossen. Ihre jahrhundertelange Erfahrung als Diplomatin und ihre Beliebtheit bei den Asari machte sie zu einer starken Kandidatin als Pathfinder. In jüngeren Jahren diente sie in den Asari-Republiken als Richterin, bevor sie sich mit dem diplomatischen Korps von Tessia anschloss. Ihr ist auch maßgeblich das Friedensabkommen zu verdanken, das 7 Jahrhunderte erbitterte Auseinandersetzung im Kormov-System beendete. Was war denn das? Matriarchin Ishara verließ die Milchstraße an Bord der Asari-Arche Leucinia im Jahr 2185. Eine Crew. Kello und Jarv. Sie und Kello plaudern manchmal in ihrer Freizeit miteinander. Kello nutzt jede Gelegenheit, um über die Tempest zu reden. Anscheinend kommen Kello und Jill Brody nicht miteinander aus. Kello will offensichtlich nicht darüber reden. Ja, das mit den Archen ist noch ein bisschen merkwürdig. Also, wo jetzt die anderen Archen abgeblieben sind, so richtig verstehe ich es noch nicht. Also, gerade das jetzt mit der Turiane-Arche, war das jetzt ein Hinweis darauf, dass sie auf Haval ist? Müsste ich da irgendwie weiterforschen oder wäre es jetzt am besten auf die Galaxiekarte zu schauen und da zu gucken, ob da noch irgendwo Trümmerteile oder so zu finden sind und wie kommen Trümmerteile auf einen Planeten und dann ist da das ganze Schiff nicht? Von den Asari haben wir jetzt zum ersten Mal gehört, aber wie sie auf Eos sind, also das müsste man ja auch wahrscheinlich irgendwie über Scans sehen. Von daher würde ich sagen, beim nächsten Mal quatschen wir noch mit der Crew weiter und dann geht's trotzdem nach erstmal zur Nexus zurück, denn wir müssen auf unser eigenes Pathfinder-Schiff, auf unsere eigene Arche. Einfach, weil wir zwei Vergangenheits-, also Erinnerungskerne freigeschaltet haben, Erinnerungen freigeschaltet haben, das heißt, die möchte ich mir anschauen und überhaupt erstmal zu sehen, was auf der Nexus jetzt darüber gesagt wird, dass wir Haval wieder hinbekommen haben. Also und auf das Treffen mit den Angara, die haben wir ja immer noch nicht irgendwie auf der Nexus darüber gesprochen, dass wir eine komplett neue Spezies getroffen haben. Ich hoffe, dass das sehr cool gemacht wird. Aber ich weiß noch nicht, ob wir beim nächsten Mal schon soweit sind, denn wir müssen hier erstmal komplett noch durchquatschen. Gil fehlt noch. Und Vetra. Drux. Drux? Drux. Ich glaube Drux. Von daher, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.